Ja, hallo alle zusammen. Ich bin wieder unterwegs. Diesmal ganz am Rande des Südschwarzwaldes. Eigentlich schon bin ich hier auf dem Ausläufer der Schwäbischen Alb. Auf einem isolierten Berg. Und auf diesem Berg war früher eine Stadt. Ja, von dieser Stadt ist nichts mehr da. Ist alles verbrannt mal und dann wurde sie umgesiedelt und die Stadtrechte hatte sie aber behalten. Aber die Stadt bzw. der Berg haben eine reiche Geschichte und davon möchte ich euch heute einiges erzählen und natürlich viele Bilder zeigen. Also der Berg ist 918 Meter hoch. Es ist ein sogenannter Zeugenberg. Das heißt ein Vorberg. Vorberg zur Schwäbischen Alb. Ja, früher hat man zu einem vorderen Berg auch Fürtherer Berg gesagt. Und daraus wurde dann von Fürtherer Berg Fürstenberg. Jetzt bin ich am Einstieg zum historischen Pfad Fürstenberg. Ja, die einen oder anderen werden es schon ahnen. Der Name Vorderer Berg, das nennt man hier im Alemannischen Fürderer Berg. Und das hat sich im Laufe der Zeit umgewandelt zu Fürstenberg. Und ich glaube, jetzt ist klar, Fürstenberg, da kommt der Name des Adelsgeschlechts aus Donaueschingen hervor. Ich laufe jetzt durch einen Hohlgraben und lasst euch nicht täuschen. Das war nämlich das ist keine Straße, sondern das war ein Schutzwall hier, der hier gebaut wurde zum Schutz der Stadt, die da oben im Wald lag. Die Stadt ist nicht mehr da. Und schauen wir mal, was vielleicht noch an letzten Relikten aus der Zeit übrig geblieben ist. Ich glaube, man kann es gut erkennen, hier diese Terrasse. Und hier ist auch schon ein Schild. Das ist die Tafel Nummer 6. Der Fürstenberg, die nordöstliche Ecke. Ja, dieser Teil gehörte also zur Befestigungsanlage der Stadt und natürlich der Burg Fürstenberg. Das Schild ist ein bisschen arg schmutzig. So sah es mal aus. Und jetzt dürfte ich irgendwo hier sein. Gehen wir also weiter. Ja, die Stadt war bis zur Eingemeindung, also die Nachfolgestadt war bis zur Eingemeindung nach Hüfingen die zweitkleinste Stadt Deutschlands. Thank you.
Ja, wenn man hier oben ist, auf dem Berg, bin ja noch nicht ganz auf dem Gipfel, aber dann kann man erahnen, warum die Erbauer hier auf diesem isolierten kleinen Berg eine Burg gebaut haben und später entstanden dann Höfe bzw. eine kleine Stadt drumherum. Man hat nämlich eine fantastische Fernsicht in das Land. Man sieht so Schwarzwald rüber. Man sieht hier die ganze Baar. Die Baar ist der Bereich, wo Brigach und Breg zusammenkommen und die Donau durchfließt. Also man sieht bis nach Donaueschingen. Man sieht von hier Bad Dürrheim. Auf der südlichen Seite kann man sogar die Alpen sehen. Erstmals erwähnt wurde die Burg im 12. Jahrhundert. Ich habe es aufgeschrieben im Jahr 1175. Und zwar von den Grafen von Zollern ging sie über an die Herzöge von Zähringen. 1218 starb Berthold V. Und das war der letzte Zähringer. Und die nächsten Verwandten waren die Grafen von Urach. 1250 dann verlegte Heinrich von Urach seinen Wohnsitz auf den Fürstenberg und ab diesem Zeitpunkt nannte er sich Graf Heinrich von Fürstenberg und so sind die Fürstenberger entstanden. Es ging dann weiter, dann hat er die Burg weiter ausbauen lassen, gleichzeitig eine Siedlung außenrum und diese Siedlung bekam dann im Jahr 1278 die Stadtrechte. Es war nur eine ganz kleine Siedlung, hauptsächlich Bürger, die auch zur Versorgung der Stadt dienten. Aber ein Problem hatten sie hier auf dem Fürstenberg. Hier gibt es keine Quelle. Und es ist ein bisschen schwierig, auf einem Berg mit Kalkstein, da gibt es keine Quelle, kein Wasser. Ja, die nächste Quelle ist so 1-2 Kilometer unterhalb. Den Bereich nennt man im Schächer und dort ist auch der Einstieg für die Rundwanderung um den Fürstenberg. Oh. Das sieht spannend aus. Ich bin auf dem richtigen Weg, aber der Wind nimmt kräftig zu. Es kann also sein, dass man mich vielleicht zeitweise nicht versteht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Die Bäume, die wackeln ganz ordentlich hier. Also in nächster Zeit werde ich, glaube ich, kaum sprechen. Aber das mit den Eseln wollte ich noch sagen. Ja, das habe ich verraten. Die Fürstenberger sind nämlich zur nächsten Quelle, 1-2 Kilometer, Schächer heißt das, hingegangen. Und jeden Tag, morgens ging es los, mussten sie mit ihren Eseln runter zur Quelle, haben Wasser gefasst. Das war eine der wichtigsten Aufgaben des Tages, neben natürlich der Feldarbeit und so weiter, und einfach Wasser holen. Zusätzlich zum Trinkwasser haben sie Löschwasser geholt. Es musste nämlich in dieser kleinen Stadt jedes Haus einen Wasserbehälter und somit genügend Wasser für den Notfall, für den Brandfall zurückbehalten. So, jetzt wird es aber kräftiger und ich gehe weiter.
von hier aus hat man eine unglaublich schöne Weitsicht. Ich sehe die Schweizer Alpen, die umliegenden Dörfer. Ganz im Hintergrund den Feldberg, er ist noch weiß, er hat noch Schnee. Das kann man jetzt wahrscheinlich hier nicht erkennen, aber glaubt es mir einfach. Wir haben Mitte Februar. Ja, auf dieser Tafel kann man leider nicht viel lesen. Burg und Stadt Fürstenberg kann man noch erkennen. Aber die ist ausgegilbt. Sie ist Richtung Süden ausgerichtet. Und im Sommer brettert da die Sonne dagegen. Wäre schön, wenn man sie wieder mal neu macht. Ja, der Fürstenberg ist auch beliebt bei den Drachenfliegern, also keine Jumbo-Jets oder sowas. Nun bin ich auf dem Berg. Hier ist gerade ein bisschen Windschatten, Gott sei Dank. Sonst könnte ich gar nicht sprechen. Hier seht ihr überall so Hügel. Und hier standen die Häuser der Stadt. Hier war also die Stadt Fürstenberg. Ja. Hier seht ihr die große Fläche. Und es gab keinen Brunnen hier. Ja, und weil es hier oben kein Wasser gab, gingen sie runter, die Fürstenberger, jeden Morgen mit den Eseln, ich habe es ja schon gesagt, und haben Wasser geholt. 1632, während des 30-jährigen Krieges, wurde die Stadt erobert, weitgehend zerstört, aber in der Folge wieder aufgebaut, wieder am alten Platz, hier auf dem Berg. Und 1841 kam dann die Brandkatastrophe. Es gab Funkenflug, dann wurden die Dächer in Brand gesetzt. Das ging so schnell, dass man mit dem bisschen Löschwasser, was man hier hatte, nichts ausrichten konnte. Und die Stadt brannte nieder. Aber ein paar Jahre später wurde sie schon auf einem Sockel unterhalb wieder aufgebaut. Diesmal hatten sie als neuen Standort eine Quelle ausgesucht.
Und dort steht die Siedlung Fürstenberg noch heute. Es hat ein paar hundert Einwohner, ist nicht groß. Wie gesagt, bis zur Eingemeindung zur Stadt Hüfingen war das eine selbstständige kleine Stadt. Die zweitkleinste in Deutschland. So muss man es sich vorstellen, Fürstenberg, nach einem Gemälde von 1688. Und hier befinden wir uns jetzt quasi in der Mitte, in der City. Und ganz nebenbei, 1723 haben die Fürstenberger ihren Sitz von Fürstenberg nach Donaueschingen verlegt und da sind sie noch heute, wenn sie nicht gerade verreist sind. Hier von der alten Stadt liegen noch Ziegelsteine rum, Mauerwerk. Ein Stück Fürstenberg. Hier standen also die Häuser. Gebäude sind bis auf eine später gebaute kleine Kapelle keine mehr da, denn die Fürstenberger haben, was sie konnten, hier vom Berg runtergeholt in ihre neue Stadt. Und viele Häuser im neuen Fürstenberg bestehen aus den Backsteinen von hier oben. Feldberg. Ah, hier ist die Kapelle mit einer kleinen Kanzel oben. Da kann man rausgucken. Ob da der Wind ein bisschen nachlässt. Viel wird man nicht sehen, aber mal schauen. Heute ist es ziemlich windig, zumindest hier auf dem Berg.
Also hier stand ursprünglich die Burg. Die war sehr stark befestigt, aber mit so einer grandiosen Aussicht hier. Die Augustinuskapelle hier hinter mir wurde 1964 eingeweiht und soll einfach an die Geschichte auch erinnern. Jetzt windet es wieder, ich bin ein bisschen ruhiger. Eine grandiose Fernsicht hat man von hier aus. Die Schweizer Alpen, also. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht so ganz gemütlich hier oben war, denn hier pfeift ständig ein Wind. Das ist ein Mucken, hä? Ja, nun gehe ich wieder zurück zum Auto. Ich hoffe, dass euch das kleine Video gefallen hat. Ich bin wieder auf der östlichen Seite des Berges. Hier ist es relativ windstill. Ich hoffe, dass man mich gut versteht. Da, ich glaube, hier bin ich reingegangen. Ja, und da unten im Tal, da ist Schächer. Da ist die Quelle der
Fürstenberger gewesen. Übrigens, das ist ein kleiner Ort, das ist auch ein Gasthof der Bären. Und dort ist ein Parkplatz, dort kann man das Auto hinstellen und dann den Ausflug hier hoch unternehmen. Der Bären hat auf, glaube ich, nur am Wochenende, Samstag und Sonntag. Aber informiert euch am besten direkt. Gehe ich auf dem Weg Richtung Schächer, quasi wo die Quelle war. Das ist ganz schön steil. Also das ist eine Top-Leistung, was die damals geleistet haben. Super. Jetzt bin ich wieder im kleinen Ort, Schächer.